Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ganz viel bei Shein und Bershka bestellt und da das wirklich zwei solche riesen Päckchen sind, dachte ich mir, mache ich doch einfach einen kleinen Haul und zeige euch, was ich so bestellt habe. Und ja, wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Okay, ich glaube, ich fange mal mit der kleinsten Sache an. Und zwar, ist das so eine Handyhülle mit Kuhmuster. Ich fand die so schön. Und ich glaube, das ist nur für weiße Handys, weil es schaut es halt nicht aus wie ein Kuhmuster, aber ich kann es mir halt auch richtig gut an so anderen Handys vorstellen. Und so schaut die aus. Ich finde sie richtig schön und die ist auch voll Ästhetik. Und ich liebe ja Ästhetik. Mache ich einfach mal weiter mit diesem XXL T-Shirt. Ich finde es so, so cool. Und da sind so, das heißt irgendwie The Land Before Time. Before. Und ja, das ist irgendwie so eine Serie mal gewesen oder ist immer noch eine, keine Ahnung. Ich fand es aber so cool. Das war von Bershka. So. Dann mach ich doch gleich weiter mit den Bershka-Sachen. Ich habe einmal diesen Cardigan. Oder, nein, es ist kein Cardigan. Wo war ich jetzt gerade? Das zieht man auch so unter so ein T-Shirt, wie ich gerade anhabe. Nur das muss langärmlich sein. Und ist halt richtig cool, finde ich. So schaut es aus. Also das ist auf jeden Fall ja auch von Bershka. Und ich finde es richtig cool. Genau. Okay, das habe ich selbst noch gar nicht ausgepackt. Okay, warte. Ich mache es auf. Was habe ich gerade gesagt? Ah, genau. Das ist so ein halb kurzes T-Shirt. Also es ist halt so ungefähr bis hier. Und es ist wirklich genau dasselbe. Blau habe ich gerade an. Hier sieht man es. Auch von Bershka. Und wir fanden es schon so schön aus und haben es deswegen nochmal in weiß bestellt. Genau. Das ist jetzt noch ein bisschen eingeknickt, aber ich empfehle euch die echt weiter. Wenn ihr die mal bei Bershka seht, nehmt sie auf jeden Fall mit. Die sind echt gut. So, dann habe ich einmal dasselbe eben nochmal in Schwarz bestellt, weil es so schön war. Und ich habe, haltet euch fest, ich fand es so ästhetisch. Das hier, das ist so ein T-Shirt, das lässt sich ein bisschen mehr dehnen natürlich. Das ist halt auch bauchfrei. So, und da ist halt ein Schmetterling drauf. Und ich habe es schon so lange gewünscht. Ich finde es so, so cool. Genau, in Rosa. Und ich glaube, doch, da ist noch eine Sache drin. Die fand ich auch übelst cool. Das ist zwar jetzt, wenn es wärmer wird oder für den Sonntag, die hier. Das ist so eine kurze Hose. Die ist schon fast wie ein Rock. Auf jeden Fall ist da so ein super Puff Girl oder wie die heißen drauf. Und ich finde die so süß. Ich gucke die Serie aber nicht mehr. Habe ich früher geguckt. Ja, ich finde die so süß. Und die Hose ist grundsätzlich auch übelst cool. Ich kann mir die echt gut vorstellen. Mit dem Oversize-T-Shirt vielleicht, das so ein bisschen in die Hose geht. Genau. Also bei bei Shein. Genau. Da muss ich sagen, ist die Qualität jetzt nicht die beste. Und ein paar Sachen schicken wir auch zurück. Also wir schicken leider den hier zurück, weil ihm halt einfach viel zu groß ist. Das ist ein Bucket Hat. Genau, und ich weiß nicht, ich denke, mir ist jetzt zu groß, aber ich bin immer noch am Überlegen. Der ist mit so einem Strawberry Cow Monster. Genau, und das ist so Flausch. Dann habe ich... Ah, genau, das ist gleich die zweite Sache, die ich zurück schick, und zwar die Hose. Die ist so hässlich. Also guckt mal. Die sah richtig cool aus, aber die ist echt hässlich. Und sie ist mir zu groß. Guckt mal. Ja. Ja, ich finde die auch nicht schön. Und dann habe ich... Genau, also wir haben ja das... Es sind doch drei Sachen, die ich zurückschicke. Warum vergesse ich das immer? Ich glaube, dass wir es zurückschicken. Ich weiß es nicht genau. Einmal... Das T-Shirt, das fühlt sich richtig billig an. Also wirklich,
echt billig und das hat auch irgendwie nicht so gute Qualität. Ja, so schaut's aus. Das ganze stinknormales T-Shirt. Vielleicht behalten wir es zum Bartikeln. Aber ich weiß es noch nicht. Genau. Dann das behalten wir. Das T-Shirt. Ich finde es so, so schön. Das ist so schön. Ich finde, also meine Favorites, ja, sind einmal dieses T-Shirt. Dieses T-Shirt, dieses mega Oversize, weil man denkt erst, warte. Man denkt so, ja, ist nicht, warte. Man denkt erst so, ja, ist ein normales, cooles T-Shirt. Und dann so, nee, nicht normal. Groß. Sehr groß. Das könnte meinem Bruder passen. Wer klaut mir? Wer? Meins. So. Und auf jeden Fall auch dieses Ding. Wie hält man das? So. Das ist auch mein Favorite. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Tschüss.